sehen Sie jetzt Spitzensport und Spitzengäste. Der Meister gegen den Tabellenführer, das war natürlich auch taktisch sehr interessant. Und da hat es bis zur 22. Minute gedauert, bis die erste Szene, die du uns ausgewählt hast und uns mal erklärst, bis es da richtig spannend wurde. Ja, das ist das erste Mal richtig spannend geworden. Es war eine Großchance der Linzer. Ja. Die schauen wir uns jetzt mal an. Okay. Und zwar geht die Aktion los, da hat der Brian Lever die Scheibe, er wird attackiert von Burnley, vom Verteidiger, setzt sie durch im Zweikampf. Und dann ist in der Mitte Ouellet, hat ein bisschen Raum, nicht viel. Ja. Und der große Fehler ist, dass Fautier, der Stürmer, und Lacos als Verteidiger beide auf denselben Mann gehen. Und dann hast du ein Problem im Drittel, wenn zwei Leute auf denselben Mann gehen. Mhm. Und dann schauen wir, was passiert, wenn wir es weiterlaufen lassen. Kommt der Pass, Scheibe geht tief und sie vergessen da den Danny Erman, der komplett frei ist, hat alle Zeit der Welt. Ja. Und dann schauen wir, er probiert einen Rückhandschuss anzutäuschen, zieht nochmal auf die Vorhand. Metzaba, der Torhüter, ist schon unten am Boden und die Scheibe steht im letzten Moment noch auf und er schießt ihn in die Wolken. Also die kurze Kreuzeck wäre frei gewesen, sehr gut gemacht und ein bisschen unglücklich im Abschluss. Das war eigentlich alles gut gemacht, es war Pech hinten raus. Da sah es eigentlich so aus, als hätten die Linzer die Wiener schon im Griff. Die waren danach kam noch eine Chance. Als Heimmannschaft am Drücker und haben gut Druck aufgebaut, haben sie die eine oder andere Chance herausgearbeitet, aber leider nicht verwertet. Der Gegner traf besser, das 1:0. Das 1:0 von den Caps. Ja. Bulli-Gewinn vom Grateau auf den Verteidiger und da Schweder zieht ab. Schon da der freie Schussbahn. Freie Schussbahn, aber normalerweise kein Problem. Der Torhüter freie Sicht, die Scheibe landet hinterm Tor. Murphy als Verteidiger geht an die Scheibe und jetzt sieht man super Vorcheck von den Caps. Erster Mann rotter drauf auf den Verteidiger, der verliert die Scheibe. Grateau erkämpft sie und dann sieht man, Brian Lebler macht da den Fehler. Er ist an der Bande und vergisst total auf seinen Verteidiger hinterm Rücken. Du musst immer schauen, was hinter dir los ist. Ja, aber das machen jetzt die Caps natürlich sehr, sehr gut. Ja, und dann kriegt Adrian Wiedemann die Scheibe und das ist natürlich auch geniale Position für Verteidiger. Der fährt rein, hat ungefähr 6-7 Meter Distanz vom Tor und fragt nur noch, wohin willst du ihn haben. Kann sich die Scheibe aufziehen und zieht ab und dann trifft er natürlich genau ins Kreuzig. Also chancenlos für den Nevio. Wie leid tut dir da der Goalie? Ja, er könnte zum Matchwinner werden, wenn er so nur rausholt aus der Kreuzig. Aber gut, die Jungs schießen mittlerweile schon an die 130, 140 Sachen mit diesen Vollcarbon-Schlägern und dann ist es schwierig, so anzuhalten. Wir haben noch das 2:0 für die Caps ausgesucht und zwar deswegen, weil danach im Prinzip das Spiel dann doch entschieden war. Es ging am Ende 1:3 aus, aber das war das entscheidende Tor. Das ist ein entscheidende Tor. Es war eine Situation, die macht natürlich Druck. 1:0 hinten, drei Stürmer tief und jetzt sieht man 3-2 auf die Verteidiger. Sollte nicht passieren, eigentlich ein Stürmer sollte Druck sein, aber es ist kein Problem. Zwei Verteidiger machen die Spiele ein bisschen langsam. Du hast zwei Backchecker, die voll Speed zurückarbeiten. Ja. Schauen wir, was weiter passiert. Der Flügel kriegt die Scheibe raus und dann ist Engelhardt und Thorion. Ja. Nur auf die Scheibe fixiert. Der erste Backchecker übernimmt den Scheibenführenden. Normalerweise hat der Verteidiger seinen Stürmer und Nummer 22, Brad Engelhardt, sollte den Verteidiger Sven Klimbacher nehmen und Thorion ein bisschen ein Auge auf dem Olsen. Und hier erkennt der Reihe, hier ist viel Platz. Da ist viel Platz, da ist einmal das halbe Eis offen. Jetzt schauen wir, was passiert. Der ist zu weit weg vom Mann. Ja. Sven Klimbacher kann die Scheibe auf dem Olsen spielen. Ein super Querpass und da ist der Torhüter, schaut auch alt aus. Muss einen langen Weg machen aufs lange Eck. Und da ist eigentlich der erste Verteidiger, der zurück war, steht alleine vor dem Tor und hat keinen Mann. War eigentlich die beste Spielszene, ne? War die beste Szene, sehr gut gemacht von den Caps. Aber du machst es immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt.